Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Oh! Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Wir machen das Feuer, her damit. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Du großes Baby. Jetzt ist tatsächlich das Feuer da. Ich fass es nicht. Wegen den klappernden Zähnen. Und jetzt liegt hier eine Decke. Oh, die können wir uns krallen. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir die Decke brauchen, aber irgendwelchen Sinn und Zweck wird die Decke schon haben. Hallo. Hallo. Besser jetzt mit dem Feuer. Besser jetzt mit dem Feuer? Viel besser, danke. Meine Zähne waren schon am Zerbröseln und die Decke hat es auch nicht gebracht. Was ist mit dem Vogel über dem Kamin? Oh, das ist ein Frühwarnsystem. Es ist genial. Der Vogel ist trainiert, die Glocke zu läuten, wenn er Rauch riecht. Dann wissen wir, dass das Haus brennt und können abhauen. Oh, ich habe die nächste Idee. Wer füttert den Vogel? Ich habe die nächste Idee. Eigentlich macht es niemand. Er füttert sich selbst. Es ist eine spezielle Züchtung, die ihre Nahrung selbst produziert. Das spart Zeit. Ich denke, in der Zukunft werden alle einen haben. Er frisst seine eigene Scheiße? Alter. Wer hat sich das ausgedacht? Das will ich gar nicht wissen. Red Edison, der Besitzer dieses Gasthauses. Das war ja so klar. Genau, Red, der macht einen verrückten, wahnsinnigen, kackfressenden Vogel. Warum reagiert er nicht schon auf den Kamin? Ich glaube, das liegt daran, dass der ganze Rauch oben durch den Schornstein geht. Genau das ist es. Mit der Decke decken wir den Schornstein ab. Toll, oder? Dann zieht der Rauch in den Raum rein und die fliehen alle. Nettes Bild von einem Truthahn. Schön, dass du so denkst. Die Wahl des Nationalvogels steht auf der Tagesordnung unseres Kongresses. Und ihr meint, dass es der Truthahn sein soll? Ja, schon. Aber ich habe Angst zu verlieren. Nun, es gibt da zwei verschiedene Meinungen zu dem Thema. Ben Franklin und ich sind für den Truthahn, während Jefferson und Washington einen Adler haben wollen. Aber Franklin ist ständig draußen und spielt mit seinem Spielzeug, anstatt uns zu helfen. Also steht es 2-1. Was stimmt mit dem Adler nicht? Zum einen ist es ein Raubvogel. Ich glaube nicht, dass das zu uns passt. Oh doch. Oh doch.
Was ist so toll an einem Truthahn? Sie haben uns beim Überleben geholfen, seit wir einen Fuß an Land setzten. Sie stehen für die Dankbarkeit, dass wir hier leben dürfen und für den Fortschritt. Außerdem sind sie süß. Und bald tot, also aufgefressen. Was die Wildschweine für Obelix, ist der Truthahn für Jefferson. Nee, für Hancock, du bist Hancock. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wie zum Beispiel? Naja, ja, etwas über die nationalen Schulden oder häuslicher Frieden oder, naja, na, nehmen wir mal den Frieden. Frieden ist immer gut. Häuslichen Frieden etablieren? Komm schon, das ist wichtiges Zeug. Ja, der Truthahn. Aha. Ist ja so wichtig. Gut. Ich muss gehen. Tschüss. Gut, also schnell nach oben. Die Decke steht, die Dings steht an. Den Schornstein zumachen. Ich hätte gedacht, wir müssen die Feuerpistole benutzen, um den Kamin selber zu entfachen. Umso besser, wenn wir es nicht machen müssen. Wo sind denn jetzt aber Washingtons Zähne? Mit denen müssen wir bestimmt hier an das blöde Gold in seinem Gebiss rankommen. Wo sind die blöden Zähne von Dingenskirchen? Von Washington. So, na, komm, komm. Ich wusste es! Okay. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Können wir die Decke wieder nehmen? Nee, die könnte sich entzünden. Was? Wenn wir die Decke nehmen, könnte sie sich entzünden? Naja, gut. Wie er sich in da reinquetscht. Und wie kann ich mit dir, Katze, mit dir kann ich doch bestimmt auch irgendwas. Oh. Oh, das ist böse. Hey, das ist kein Spielzeug. Okay, gut, wir zünden keine Katzen an. Wir verprügeln sie nur. Ich quäle keine Tiere. Immerhin etwas. Egal, wie bösartig sie sind. Okay. Ah, das Buch müssen wir noch in den Keller zu Red Edison bringen. Und dann möchte ich mir noch mal... Was ist mit euch, Deppen? Na, du bist jetzt so fleißig am Klopfen, dass du nicht mehr den Hammer rausgibst, ne? Na, schade. Okay. Dieses blöde Pferd. Wo sind die blöden Zähne? Alles blöd und so. Naja, nicht alles blöd. Aber doch recht frustrierend, dass man sich manchmal so im Weg steht selbst. Wo sind die Zähne? Ich frag mich echt, wo die sind. Die müssen doch irgendwo gelandet sein. So, hier, du. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Hör auf! Das Buch macht mich müde. Können wir ihn einschlafen lassen auf die Weise? Müssen wir irgendwem tatsächlich das Buch vorlesen? Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Hör auf! Das Buch macht mich müde. Das Buch macht mich müde. Können wir die Edna damit einpennen lassen? Indem wir ihr das blöde Buch vorlesen?
Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Das probieren wir. Das müssen wir auch noch ausprobieren. Das müssen wir dringend ausprobieren. Okay. Zack, ist die Feder unser. Aber die haben die Unabhängigkeitserklärung mitgerettet. Aber wir haben jetzt eine Feder, eine goldene Feder. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich... Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Nein. Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. Jetzt auch noch die Schuld auf den armen Hancock schieben. Okay, wir haben jetzt eine goldene Feder. Weiß der Geier, wofür wir die wieder brauchen? Moment, wir brauchen Gold. Wobei, reicht das Gold schon für die Superbatterie? Ich dachte die ganze Zeit, wir müssen das blöde Gebiss vom Pferd. Aber vielleicht brauchen wir nur die Feder. Wir probieren es mal aus. Die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Vor allem bei einer Kettensäge. Aber immerhin haben sie eine Kettensäge, die Benzin hat und die funktioniert. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Was? Hey. Was gibt's diesmal? Gib mir die Batterie. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was ist mit der blöden Batterie? Ich will die blöde Batterie. Gib mir die Batterie, du. Was erfindest du? Das ist ein Stück Papier, welches von alleine an Dingen klebt. Ziemlich genial, muss ich schon sagen. Sprich, du erfindest ein Post-it. Glückwunsch. Ich will die Batterie. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Wo ist sein... Ach, da steht die Batterie doch. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Ich bin sehr beschäftigt. Solange wir die Batterie haben. Oh, super. Wir können den ersten in die Gegenwart wieder schicken. Oh, Leute. Oh. Langsam macht sich sowas wie Erleichterung bei mir breit. Das bedeutet, wir bewegen uns vielleicht aufs Ende zu. Wir haben eine Batterie schon mal. Können wir mit der Batterie irgendwie bei Benjamin Franklin hier noch was machen? Das braucht keine Batterie. Oh. Na gut, Franklin, tut mir leid. Kein Strom für dich.
So. Und... Na komm. Bam! Die muss erst aufgeladen werden. Nein! Ich brauch doch den blöden Franklin. Ich brauch doch den blöden Strom. Och Mann. So, jetzt schicken wir das erstmal wieder in die Gegenwart. Zu Edna. Und gucken mal, was das bewirkt. Na komm. Oh, ich brauch doch den Blitz. Das war ja so klar. Was soll ich mit dem scheiß Bonbon-Ding hier auch machen? Moment mal, das ist ja ein Automat. Der hat ja Münzen. Können wir den vielleicht... Es ist manchmal so offensichtlich. Nicht zu kompliziert denken. Wir sind reich. Oh, 1977. Später am Tag. Später am Tag, viel, viel später. Okay, Leute. Damit ist klar. Der Pulli wird bis in die Zukunft getrocknet. Eieieiei. So, Edna, können wir dich einpennen lassen? Auf meine Geldstapel. Wenn die Elemente NP komplett sind, kann der Krongo-Faktor ignoriert werden. Und? Schlaf ein. Entschuldigung, was hast du gesagt? Verflucht! Ich war wohl mal kurz eingenickt.